Jo, servus Leute, herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Ich mache heute mal ein etwas anderes Video und zwar wurde ich von der Senja Heitz gefragt, ob ich in Weißenbach in ihrem Künstlerhaus im Rossmeißel ein kleines Video drehen kann. Das Künstlerhaus findet ihr ganz leicht. Ihr müsst nur der B462 nach Weißenbach folgen und dann bei der Brücke abbiegen und im Straßenverlauf, wie ihr im Video seht, weiter folgen. Parken könnt ihr direkt vor dem Haus oder im Hof. Alle Informationen findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Hallo! 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 So, ich bin die Senja. Freut Jawohl. Mich, dass er mich angeschrieben hat. Ja, da haben wir es schon verewigt. Ja, ja, schön. Mit dem Künstlerhaus. Künstlerhaus. Sehr groß. Ja, das ist ein bisschen auch eine kleine Geschichte. Mit dem Rossmeißel, das war ein Ehepaar. Ich hatte keine Kinder. Und das Haus wurde dann verkauft und ich habe dann geguckt, dass ich es bekomme, weil es halt an unser Grundstück angrenzt und das natürlich auch super praktisch ist. Das ideal dann, ne? Genau, genau. Und ich finde es halt auch schön, den Namen zu behalten, weil im Dorf ist halt einfach auch so, wo ich das Haus gekauft habe, hat es dann geheißen, 10 Jahre hat es Rossmeißelhaus gekauft. Gut. Und dann kommt mal rein, ich zeige euch mal mein Haus. Okay. Ja, gespannt. Schön alles. Ja, das ist auch so ganz ohrig, gell? Toll. Ach, das hat sich ja irgendwie verändert, gell? Das hat, ja, das ist mein Küchele. Das ist eigentlich so der gemütliche Punkt, wo man einfach sagen, wenn man ein Werkstoff habe, wird hier gekocht, sitzt so im Winter drin, Sommer, zusammen. Oder dann auch draußen. Einfach so ein kleiner, gemütlicher Raum. Ah, das ist so tolle. Ja, ja, der steht in Hilbertsau, genau. In Garderobe gibt es auch. Mhm. Ja, das waren alles Stalltor. Ja, und das haben wir umkreiert als Garderobe. Ja, ja, schön. Wenn die Platz ist, ist es schon gekauft. Aber ja, ja. Das ist schon toll. Hier wird gearbeitet. Ich bin jetzt auch gerade dabei, wieder was zu entwerfen. Okay. Das sind meine alten Werkbänke und das ist halt einfach eine tolle Sache. Also man muss auch nicht aufpassen, es ist eine Werkstatt. Ja, dann. Es soll deutlich geschafft werden. Schön. Und das ist das Schöne. Was ich auch noch anbiete, ist dienstags. Immer so alle paar Wochen, das machen wir ganz individuell, machen wir uns so verschiedene Termine aus, da wie auch so ein Maltreff mit ein paar ganz nette Damen. Ganz neu im Programm, das habe ich jetzt auch angefangen, sind meine Zierbeprodukte von Österreich. Das hat mir persönlich gesundheitlich sehr gut geholfen. Ja. Mein Ziel ist eigentlich bei der ganzen Sache, dass ich meine Flyer verteile, eben auf dem Marktstand oder wenn ich irgendwo bei einem Event dabei bin. Ich habe keine feste Öffnungszeit, aber ich möchte, dass die Leute wissen, sie können mich einfach immer anrufen. Und wenn ich sage, ich brauche Geschenke, klingel ich durch, dann kann ich vorbeikommen und kann einfach mal gucken. Bei der Workshop, ich habe es auch schon öfters mal abends angeboten, wo ich dann mit Rotwein und Käsebrett das Ganze mache. Und es ist ja doch so, dass nicht jeder immer nonstop am Male ist. Und dann zieht man sich einmal zurück, kann so ein bisschen quatschen. Wisst ihr was, ich hole euch jetzt mal noch einen Flyer. Da habt ihr meine Homepage, meine Telefonnummer, mein Facebook-Kontakt, alles drauf. Gut. Und dann können wir doch mal individuell was ausmachen. Ihr kommt zum Male vorbei. Jawohl. Das hört sich doch richtig gut an, oder? Ja. Ich hole gerade sehr, sehr schön. Da haben wir alles drauf. So, wir kommen gerade. Ja. Ich hoffe, ihr findet den Weg nochmal zurück. War super, war das sehr schön. Danke. Schön, dass ihr da wart. Ja, und wir freuen uns. Ja, doch, also auch ich freue mich auch, wenn er vorbeikommt. Die nächste Begegnung. Da kommen wir mal ganz bestimmt. Mit Kunst. So, also wir haben das Thema jetzt hier abgedreht und jetzt bin ich nochmal persönlich hier und hätte auch nochmal ein paar Fragen. Ich würde das Ganze noch alles mit der Senja zusammen besprechen. Und du bist auch schon fleißig wieder am Malen. Oh ja, du, ist immer was zu tun, weil ich muss die Sache fertig bringen. Ich habe mal eine Frage, wenn ich mich jetzt sowas gern kaufen möchte, geht es bei dir? Kann ich einfach vorbeikommen und sagen, hey, ich hätte jetzt gern zum Beispiel das Bild, wo du da zum Beispiel malst? Ja, es gibt verschiedene Varianten, die ich anbiete. Also entweder du sagst, du möchtest das jetzt, wo ich gerade mal, Bilder, wo ich vorgemalt habe, wo fertig sind, wo ich ausstelle, kannst du kaufen. Oder machen wir einen Termin aus, ich komme bei dir vorbei. Ja. Wir messen aus, wir gucken uns das an, dann male ich das Bild. Gibt es natürlich auch noch gerade für Büroräume oder solche Sachen, man kann bei mir Bilder auch mieten. Alles genau? Genau. Okay. Du kannst jetzt sagen, mir gefällt das und das Bild und ich würde es einfach gerne mal für 3 Monate mieten. Oder man macht dann so einen rollierender Wechsel, dass man sagt Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Wir wechseln immer wieder Bilder und da wird dann auch... Das ist für Unternehmen hier auch nicht schlecht. Genau, vor allem hat man immer Lebe im Raum, im Haus. Immer mal wieder was anderes, es ist nicht abgedroschen und man kann dann aber auch sagen, du, das Bild ist jetzt bei uns super angekommen, es ist so und so lange da hängt, ich würde es gern doch nehmen und dann wird die Miete verrechnet. Ja, dann danke ich mich, dass es so gut geklappt hat mit dir, Dankeschön. Das Video zusammen zu machen. Es war auch echt toll. Und so, dann gehe ich mal wieder heim, ich hoffe, es hat euch gefallen
Und wenn ihr wollt, könnt ihr mal auf dem YouTube-Kanal von mir vorbeigucken oder auf der Facebook-Seite von der Senja. Und dann kommt einfach mal spontan vorbei. Ich glaube, sie wird sich darüber freuen. Also, man sieht sich. Ciao.